Von Amts wegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Mit Folge 21 und einem bereits bekannten Gesicht, beziehungsweise einer bereits bekannten Stimme. An dem kleinen Tisch, an dem ich hocke und an dem ich gerade überaus eloquent in mein Mikrofon spreche, hocke ich nicht allein. Am anderen Ende des, wie erwähnt, sehr kleinen Tisches, also nur knapp einen Meter weg, sitzt Britta Murawski. Hallo Britta. Hallo, guten Morgen. Guck mal, jetzt das zweite Mal hier, das ist ja auch das zweite Mal in Folge, dass wir tatsächlich jetzt jemanden haben, der schon mal da war. Wir hatten drei Wiederholungen, Jürgen Zehm war schon zweimal da. Letzte Woche war der Chef zum zweiten Mal da und jetzt du auch zum zweiten Mal. Es ist jetzt ja nicht, dass wir hier zu wenig Leute haben, die nichts machen. Aber ihr seid nun mal auch drei Personen, die mehrere Felder abdecken, muss man sagen. Bis auf den Chef, der ist nur Bürgermeister. So, nur du sollst nicht so viel Quatsch erzählen. Ne? Genau, ja, das mache ich auch jetzt nicht, tatsächlich. So, also mache ich das für dich. Britta, du bist als Referentin der Behördenleitung nicht nur meine Chefin, sondern noch etwas viel Besseres. Du bist auch für das Nachhaltigkeitsmanagement der Stadt verantwortlich und du leitest die internationalen Beziehungen. Deswegen warst du ja vor 8 Wochen hier in Folge 13, ne? Mit 9 Buchstaben. Um die Welt. Jeder, der mehr über Britta Murawski hören möchte, hört sich das nochmal an. Da ist dann auch ihr Weg aus Hagen im Bremischen zur Stadt Geestland beschrieben. So, also internationale Beziehungen. Da haben wir viel über Lesotho und Tunesien gesprochen. Doch bevor wir wieder in die Ferne schweifen, sind wir jetzt ja vor Ort. Du brauchst dich also nicht mehr groß vorzustellen. Ne? Wie erwähnt beim letzten Mal, afrikanische Länder. Heute verkehren wir das ins Gegenteil. Wir bleiben nämlich vor Ort und reden über eine Institution, die Gutes tun will und Gutes tut. Wir reden über die Stiftung Geestland der Stadt Geestland. Ein prägsamer und knackiger Name, nicht wahr? Ja, das stimmt. Den mussten wir uns letztendlich dann auch so geben. Stiftung Geestland der Stadt Geestland, weil wir eine rechtlich unselbstständige kommunale Stiftung sind. Eine rechtlich unselbstständig. Ja. Das heißt? Es gibt ja auch richtig offene Bürgerstiftungen, wo die Bürger dann darüber mitbestimmen, wo das Geld bleibt. Das ist jetzt bei uns noch nicht. Das ist relativ noch verwaltungsintern, politikintern abzustimmen, alles die ganzen Projekte. Aber es ist auch ein Bürgervertreter dabei. Okay, ja, das ist wahrscheinlich ein Konstrukt, das aus dem Vorgängerprojekt, sag ich mal, hervorgegangen ist. Ne? Ja, was war das vorher? Genau, das war der Bürgerfonds. Der wurde im Jahr 2006 entstanden. Oder ist im Jahre 2006 entstanden. Und im Jahr 2015 haben wir uns dann entschlossen, daraus eine Stiftung zu machen. Eine Stiftung. Das hört sich jetzt breit an. Stiftung gibt es ja wie Sand am Meer, sag ich mal. Was ist das Besondere an unserer Stiftung? Worum geht es da? Oder fangen wir mal ganz hinten an. Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden, daraus eine Stiftung zu machen? Wir wollten das, sage ich mal so, auf rechtlich sichere Beine stellen, dass uns da keiner mal irgendwie was vorwerfen kann in Sachen Mauscheln und so weiter. Deswegen haben wir uns dann entschlossen, mal eine Stiftung zu gründen. Wobei ich sagen muss, von 2006 bis einschließlich 2015 haben wir über 500 Projekte und knapp 250.000 Euro umgesetzt bei dem Bürgerfonds. Der Bürgerfonds, kannst du noch mal kurz erzählen, was das war? Warst du da so dabei? Nee, bei der Gründung selbst war ich nicht dabei. Das weiß ich noch, dass der Bürgermeister damals einige Unternehmen angesprochen hat. Das ging um die sogenannte Schulranzenaktion. Das war, glaube ich, ausschlaggebend. Es gab Schüler, die kamen da wirklich mit Plastikbeuteln wohl zur Schule. Mhm. Und daraus hat der Chef dann damals diese Schulranzenaktion entworfen. Und dann hat sich das immer weiter und weiter und weiter entwickelt. Ah, okay, bis es dann zum Bürgerfonds wurde und jetzt ist es die Stiftung Geestland der Stadt Geestland. Genau. Welche Ziele, jetzt kommen wir dazu, welche Ziele verfolgen wir mit der Stiftung? Ziel der Stiftung ist es, den Bürgerinnen und Bürgern, als auch den Wirtschaftsunternehmen, die Gelegenheit zu geben, nachhaltig an der Gestaltung der Stadt und dem Zusammenleben der Menschen mitzuwirken. So steht's in der Satzung? Genau. Ah, guck an. Ja. So, und das bedeutet was nach hinten raus? Also da habt ihr Geld eingesammelt, da haben wir ein paar Gründungsstifter. Genau, 50.000 Euro mussten wir sowieso erstmal als Grundkapital zusammenbekommen. Mhm. An dieser Stelle kann ich diesen Stiftern auch nur danken, dass sie das überhaupt möglich gemacht haben, dass wir diese Stiftung überhaupt gründen können. Ja,
Ja gut, sonst läuft das nicht. Aber so eine Stiftung selber, die speist sich doch, oder das, was sie ausschüttet, speist sich doch eigentlich am meisten aus dem Stiftungskapital, wenn ich das richtig weiß. Ja, oder? Genau, richtig. Aber diese 50.000 dürfen wir nicht angehen. Wir dürfen diese 50.000 nicht anrühren. Wir sind jetzt auf die richtigen Spenden oder angewiesen. Oder was die 50.000 an Zinsen abwerfen, was sie nicht tun in der jetzigen Lage. Ja, nicht wirklich, nein. So, richtig. Schade. Ja. Ja, das Problem haben wir bei der anderen Stiftung, die vor einigen Jahren ja zur Samtgemeinde Beda-Kesa übergegangen ist. Das war erst eine private, meine ich. Und die wir jetzt auch weiterverwalten, das ist die Wache-Stiftung. Da schütten wir ja auch immer noch Geld aus. Da ist das gleiche Problem. Das ist jedes Mal Thema bei der Spendenübergabe, dass die Zinsen einfach nichts bringen. Und dann da liegt das Geld, es wirft nichts ab, sie können eigentlich nichts machen und sind auf Spenden angewiesen. Mhm. Also da wird was in die Stiftung gespendet und die Stiftung schüttet das wieder aus. Genau, richtig. Okay, das ist bei uns auch möglich? Ist auch bei uns möglich, genau, ist es. Allerdings muss man bei uns, das muss man wahrscheinlich bei der Wache-Stiftung auch Anträge stellen. Relativ formlos ist das alles zu machen. Wie läuft das ab? Ja, entweder per Mail oder... Doch, per Mail. Schriftlich hätte ich das schon ganz gerne. Das heißt also stiftung@geestland.eu oder wie ist die E-Mail-Adresse? Ja, ich glaube schon. Ja. Und dann einfach, sehr geehrter Stiftungsrat, für folgendes Projekt. Genau, richtig. Okay, und was sponsern wir alles, sag ich mal? Mit welchen Anliegen kann man sich an die Stiftung Geestland wenden? Also, Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kultur, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Naturschutz, Landschaftspflege, Wohlfahrtswesen, Sport, Tierschutz, bürgerliches Engagement, Heimatpflege. Und jetzt wird es natürlich nochmal wieder interessant. Dieser Stiftungszweck wird natürlich insbesondere verwirklicht durch die Förderung. Jetzt kommt zu jedem einzelnen Punkt, was ich genannt habe, was wir auch wirklich fördern. Ach so, das heißt also bei Landschaftspflege kann ich nicht sagen, ich brauche neuen Dünger für meinen Rasen. Nein, das nicht. Gehe ich zur Stiftung Geestland, hier, ich brauche was auch mal gleich den Klee mit weg. Nein, richtig, das wird es nicht geben. Wir können zum Beispiel mal Informationsveranstaltungen und die Verbreitung des Naturschutzgedankens, wenn da mal irgendjemand was hat, sowas würden wir zum Beispiel unterstützen. Und eben sozialer Bereich. Ja, sozialer Bereich auch. Das geht sogar noch relativ schnell und formlos. Da helfen wir auch ganz schnell. Das kann man so dann auch machen. Das glaube ich, das ist auch nicht ganz so, ich glaube von der Bewertung her nicht ganz so schwer, ob die Kriterien getroffen werden. Das ist glaube ich bei Naturschutz, wenn man das so sieht, ja auch, ja was ist Naturschutz, da geht's los. Und wenn ich jetzt im eigenen Garten sage, ich pflanze eine Hecke aus Weißdorn, damit da, Gott, jetzt bin ich kein Ornithologe, eine bestimmte Vogelart drin nisten kann, die dann vor Greifvögeln geschützt ist, dann fällt das nicht drunter. Nein. Nee. Okay. Genau, das sowas nicht. Sowas nicht. Okay, aber wenn ich jetzt als Verein sage, ich kümmere mich um verwahrloste Straßenhunde, dann wäre das vielleicht möglich? Das würde tatsächlich gehen, das geht über den Tierschutz. Ah, okay. Da habe ich den Tierschutz, da könnte ich jetzt was über den Tierschutz machen. Es ist ja öffentlich, ich weiß, dass wir vor einiger Zeit bei dem Förderverein Lebensraum Kind geholfen haben, eine besondere Liege oder ja, was das genau. war. Ja, ne? Genau, und das kommt wieder unter, das ist dann wieder so ein anderer Förderzweck, das ist nämlich Wohlfahrtswesen zum Beispiel und da geht es auch um Inklusions- und Integrationsmaßnahmen. Ja, siehst du, dann haben wir das ja weg. Aber trotz allem, wer kann denn Anträge stellen? Auch Privatpersonen? Auch Privatpersonen, tatsächlich auch Privatpersonen. Was wir jetzt nicht mehr, das war früher gang und gäbe, was jetzt nicht mehr gefördert wird, das kann ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, das sind zum Beispiel Fahrten von Sportvereinen irgendwo hin. Okay. Sowas zum Beispiel fällt jetzt raus. Dafür unterstützen wir dann die Sportlerehrung. Das bezahlen wir aus dieser Stiftung, solche Sachen. Aber keine Fahrten mehr von irgendwelchen Vereinen irgendwo hin. Das gibt es nicht mehr. Das war früher gang und gäbe, haben wir auch gemacht, im Bürgerfonds war das möglich, aber hier bei der Stiftung ist das jetzt nicht mehr möglich, weil ich glaube, irgendwann kommt dann auch jeder Verein und jeder will was haben. Das kann ich auch verstehen, deswegen haben wir solche Sachen dann jetzt auch schon mal rausgenommen. Ja gut, das kommt auch immer drauf an, glaube ich, da muss man aussehen, was für eine Fahrt ist das. Ist das eine Jugendfreizeit oder ist das, genau, mal ganz salopp gesagt, eine Altherrenfahrt, ne? So wie 40, wir gehen nochmal im Kegelclub los, so nach dem Motto. Ja, genau. Ne? Das ist dann ja auch, da ist der soziale Zweck oder die Sportförderung nicht wirklich gegeben. Je nachdem, was man so als Sport definiert. Ja gut, da hat man, ja, da kriegst du ja sonst schon Probleme, ne? Da wurde Geld gegeben, da nicht, wenn das mal nicht ganz durchsichtig ist. Ich glaube, das ist verständlich.
Was macht die Stiftung denn noch so möglich gerade? Also die Stiftung ist ja bei vielen Dingen bei oder sponsert auch viele Veranstaltungen, hilft auch bei Veranstaltungen der Stadt aus. Ja, zum Beispiel, was wir auch unterstützen, ist der Bürgerpreis Wir in Geestland. Ja. Das wird auch unterstützt, das zahlen wir auch. Gut. Da gibt es immer so einen kleinen Betrag. Und ja, das kriegt der Preisträger, kriegt dann diesen kleinen Betrag. Gut, das ist dann auch wieder aus diesen ganzen Themen. Ja, und wie man sieht, das bleibt auch tatsächlich möglichst auch alles oder fast alles, es bleibt alles in dieser Region, es bleibt auch alles in der Stadt. Ne? Von aus der Stadt, für die Stadt, so ist auch das Motto. Ah, ja, das ist doch schon mal ganz praktisch. Mhm. Dann sag mir doch mal bitte, weil wir jetzt schon so mittendrin sind, was hast du da denn mit zu tun? Ich habe gesagt, internationale Beziehungen, Referentin der Behördenleitung und Nachhaltigkeitsmanagement. Mhm. Und was machst du in der Stiftung? Da nehme ich die ganzen Projekte an, ja. Lade auch unseren Stiftungsvorstand ein, der dann über diese Projekte entscheidet und zahle das Geld aus. Wer ist denn im Stiftungsvorstand? Ja, der Bürgermeister. Ja. Die zwei Stellvertreter. Mhm. Meine Wenigkeit und ein Bürgervertreter. Wen haben wir da drin derzeit? Ich glaube, Henning von der Lied. Henning von der Lied, Günther Diekhoff und als Bürgervertreter Karl-Heinz Wichern. Ah, guck. Mhm. Ja, das passt ja auch. Ja, es passt alles. Karl-Heinz Wichern, der kann doch auch gleich wahrscheinlich Tipps geben. Der ist doch war ja Sparkasse. Genau, hier, ne? Richtig. Der hat früher auch die Kassenprüfung gemacht für Nein. den Bürgerfonds. Ja. Ja, den ist der ja voll im Thema. Ja, das ist passt er? Ja. Genau. Das ist schön. Ja, wunderbar. Und die entscheiden über die Verteilung? Ja, über die Verteilung der Mittel, wie viel jeder bekommt. Die Sitzungen sind auch eigentlich immer relativ schnell. Es geht relativ schnell. Da sind wir uns eigentlich auch immer alle einig, Schön. Dass das unterstützt werden soll, diese Projekte. Dann haben wir ja auch noch unsere Schulchecks. Ja, was ist das? Das ist immer zu Anfang des Jahres oder des Schuljahres bekommen dann Kinder Schulchecks überreicht, im Wert von 15 Euro für Schulmaterial, ob das nun Stifte sind oder Blöcke und so weiter. Ach, das ist dann wahrscheinlich so eine Art Wertmarke. Ja, genau, weil Schulranzen selber geht nicht mehr. Das macht jetzt meines Wissens sogar der Landkreis Cuxhaven. Da kann man Anträge stellen. Die machen jetzt die Schulranzen. Ach, und dann mal. Haben wir gesagt, dann können wir aber noch Schulchecks machen. Es ist doch schön, wenn man dem Landkreis noch Sachen beibringen kann. Ja, ich denke auch. Oh, ja, jetzt wieder, ne? Die sind sie wieder am Rumtüdeln hier, ne? Von der Stadt, was wir wieder gemacht haben. Erstmal wieder Landkreis mitgeben. Ja, das ist no offense. Gut, wenn jetzt Unternehmen sagen, oder Privatpersonen, Mensch, wir haben viel zu viel Geld, wohin damit? Das fällt mir beim Laufen aus den Taschen unangenehm, ne? Das klimpert immer so, da kann man nicht mal abends in Ruhe ins Bett gehen. Durch das ganze Getüdel, da werden die Kinder wach. Oder wenn die einfach helfen wollen. Ja, genau. Also nicht unbedingt die Taschen knallvoll. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, Matze. Siehst du, dann ganz, sag mir bitte, in welcher Form können die das Geburtstage machen? Zum Beispiel, runde Geburtstage haben wir auch schon Geld für bekommen. Ehe- oder Firmenjubiläum, auch bei traurigen Anlässen, zum Beispiel jetzt irgendwie bei Beerdigung oder sowas, der sagt, ja okay, ich gebe das jetzt der Stiftung, zum Beispiel geht das auch. Mhm. Den Fall hatten wir tatsächlich auch schon einmal. Ja, oder Sammlung oder Veranstaltung eines Vereins oder der Firma, die können das auch alles bei uns abgeben, kann alles spenden. Okay, und in welcher Form? Geht das nur per Spende oder können Sie auch stiften? Sie können auch stiften, das wird dann dem Gründungskapital zugestiftet. Okay, gibt es da Mindestsummen oder sage ich, ich kann auch, also 5 Euro ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Zustiftung irgendwo, ne? Nein, es gibt keine Mindestsumme. Es gibt tatsächlich keine Mindestsumme. Ja gut, aber dann liegt es fest, ne? Also wahrscheinlich, für uns ist es besser, auch eben, für uns sage ich jetzt einfach mal, weil es ja die Stiftung, Stiftung Geestland, der Stadt Geestland ist, ist es wahrscheinlich besser, das als Spende zu haben, um eben was ausschütten dann zu können. Sagen, da kann ich ran und das können wir ausgeben. Genau, weil die Zinslage einfach für Stiftungen generell. Weil es ist ja auch nicht Sinn und Zweck einer Stiftung, dass ich das Geld ewig lange immer auf dem Konto behalte, sondern ich will es ja auch ausschütten. Das heißt, du willst nicht wie Dagobert Duck da drin Nein, herumspringen? Nein, möchte ich nicht. Dann müssen wir noch einen Geldspeicher anbieten. Ja, findest du, ne? Ja, ja so einen großen. Ja, es ist. Ich habe jetzt gerade Kopfkino. Ich habe auch gerade jetzt Kopfkino. Diese riesige Geldspeicher auf so aufgeschütteten Hügeln. Ja, und da sitze ich dann. Rathaus. Da sitzt du denn drin, Zylinder auf dem Kopf. Nein. Und dann wird getaucht und sich die Münzen auf die Glatze prasseln lassen, sagte Dagobert Duck immer. Von Glatze. Eine Glatze habe ich noch nicht. Bist du weit von entfernt. Dankeschön, Matze. Ja, ich habe es noch nicht von hinten geguckt. Kreisrunder Haarausfall ist aber auch noch nicht festzustellen.
So. Genau. Okay, also da schütten wir aus. Hast du so im Blick, wie viele Projekte wir so im Schnitt pro Jahr unterstützen können? 10 bis 12. Immer in einer Summe von ungefähr 6.000 Euro. Oh, aber nicht pro Projekt? Nein. Das heißt also, da kommen tatsächlich auch so viele Anträge an? Ja, es kommen tatsächlich so viele Anträge an. Oder wenn wir das auch tatsächlich selbst erfahren vielleicht mal, dann machen wir auch schon mal von alleine ein bisschen was. Okay. Ne? Oder was jetzt richtig immer gut läuft, das ist zum Beispiel unsere beliebte Osternestersuche. Ja. Das wird auch von der Stiftung, können wir jetzt auch durch die Stiftung finanzieren lassen. Ja, fällt ja auch nicht. Ja, genau, Brauchtumspflege nennt sich das dann im schönen Deutsch. Ja. Brauchtumspflege, genau. Zu Weihnachten habe ich jetzt auch mal so eine kleine Aktion geplant, vielleicht mal Nikolaus oder irgendwie was anderes. Da denke ich mir aber noch was Schönes aus. Ja, wunderbar. Mhm. Guck mal, da hast du auch das Brauchtumspflege, gleich den christlichen Aspekt bei Nikolaus sogar, Ostern. So, dann, du hast einen Zettel. Ja, ich habe schon, genau, Bücherdrachenfest unterstützen wir auch. Das ist ja auch schon seit ewigen Jahren hier. Das unterstützen wir da auch. Das macht Gabi Maschke, macht das, unsere Gleichstellungsbeauftragte. Mhm. Die ist nächste Woche da. Ach, guck. Ja, genau. Ich hoffe, sie hat wieder ihre gelben Schuhe an oder so. Ich bin da immer totaler Fan von ihrem Kleidungsstil. Ja, das stimmt. Sagen. Sie hat immer verrückte Schuhe an. Die finde ich einfach großartig. Mir sind sie allerdings zu flach. Ja, gut. Das war jetzt... Alles gut. Das ist denn... So unterscheidet sich. Genau. Oder was wir auch unterstützen, sind zum Beispiel Kulturprojekte. Diese Manufaktur in diesem Eisenbahnwaggon. Das unterstützen wir auch in jedem Jahr mit einem gewissen Betrag. Okay. Und die stellen auch die Anträge, die wissen auch schon, wo sie Geld her haben, aber das sind auch wirklich, es sind schöne Anträge auch. Das sind wirklich schöne Anträge, da gibt man das Geld dann auch gerne. Ja, ja, das kommt ja auch hinzu, ne? Wenn das was Schönes ist. Das heißt, wenn ich jetzt als Sportverein, kann ich jetzt bei mir sagen, da bin ich ja auch mit dabei, mal mehr, mal weniger. Wenn wir jetzt irgendwie was haben, Mensch, wir wollen... was anschaffen. Wir brauchen ein Volleyballnetz. Ist das auch was oder fällt das nicht drunter? Das ist ja schon wieder sehr spezifisch. Das ist schon wieder sehr, man kann es versuchen. Ich würde das einfach mal so einen Antrag mal stellen, weil das, ich habe ja immer das Problem, ich bin ja wirklich auf diese Stiftungszweck hier und wie das verwirklicht wird, bin ich ja so darauf angewiesen, weil uns prüft dann mal irgendwann das Finanzamt. Oh, das will man ja, nicht. Ja, und das will man nicht wirklich und dann geht es nämlich schon los. Und ja, aber Moment, bevor wir jetzt sagen, das will man nicht. Wir wollen das natürlich. Wir wollen das. Wir haben auch nichts zu verbergen. Nein. Ich muss gleich an dieser Stelle herzlichen Gruß an das Finanzamt. Wir haben nichts zu verbergen. Ja, das ist ja mein Lieblingsspruch. Ich habe nichts zu verbergen. Habe ich dem Finanzamt über WhatsApp geschrieben. Super. Ja, so. Und dann die Steuerfahndung stöbert. Gleich klopft es. Nein, das ist ja tatsächlich so. Also wenn wir jetzt auch da so ein bisschen witzeln. Ne? Ja, dass, genau. Dass richtig. Daher wirklich jemand denkt, jetzt wird hier gemauschelt, das können wir uns ja gar nicht erlauben. Das können wir uns nicht erlauben. Und das würde ich, ist ja Teufelsküche. Erstmal das und vor allen Dingen, es ist Geld von den Bürgern oder beziehungsweise auch von Firmen. Also das ist ein absolutes Unding. Ja. Ne? Ach gut. Hat es ja alles auch schon gegeben. Ja, hat es schon gegeben, aber wir jetzt hier bei uns nicht. Ist gut, also kein, schade. Ich hab gedacht, du kommst jetzt drauf, so Selbstbedienungsladen. Ich brauche neue Unterhosen. Gleich Antrag gestellt. Das ist auch sozial. Das hilft allen weiter. Wir schweifen vollkommen ab. Aber völlig, genau. So. Okay, also das läuft weiter. Es gibt, wer sich da noch weiter informieren will, es gibt ja auch eine Homepage noch dazu. Das genau, ist gestland.eu. /Stiftung. Zu unserer Homepage braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die wird jetzt ein Glück umgebaut. Da geht es ja demnächst auch voran. Da wird auch die Seite der Stiftung im neuen Look erscheinen. Genau, richtig. Dann wird das alles hoffentlich auch ein bisschen übersichtlicher, genau. Was wir da haben. Und da kann man diese Zwecke auch nochmal. Da kann man die Zwecke auch nochmal nachlesen. Einsehen. Da kann man auch sehen, was wir schon alles so gefördert haben. Was ich auch schön finde, das machen die Grundschulen, reichen teilweise solche Projekte ein. Inklusion und Integrationsprojekte. Also man kann sich ruhig mal, man darf sich auch mal trauen, einfach auch mal einen Antrag zu stellen. Ja, und wenn es formlos ist, das muss man ja auch sagen, dann ist es ja nicht so, dass man da 4 Stunden beisitzt. Wir verlangen zum Beispiel keinen Nachweis, wie das bei anderen Anträgen jetzt zum Beispiel ist, dass man da wirklich jetzt auch noch einen Nachweis erbringen muss. Na, von dem habe ich Geld. Sondern bei uns ist das wirklich immer noch sehr, sehr einfach gehalten. Ja, du kennst dich ja sonst. Ich kenne mich aus mit Anträgen und dann geht es nämlich los, einen Finanzierungsantrag sowieso erstmal zu stellen und geht es nachher auch los mit Nachweis. Da muss man die Rechnung vorlegen. Das haben wir hier alles nicht. Das ist sehr, sehr schön, formlos. Diese Anträge, da hat auch
Heiko Ulrich hier mal drüber berichtet. Da ging es um Förderanträge für Breitband und so. Mm. Und du hast ja auch viel mit diesen Anträgen zu tun. Ihr seid ja jetzt beide im Thema. Ich glaube, wenn ihr mir so ein Ding auf den Tisch schmeißt, da brauche ich eine Woche. Und zwar allein, um zu verstehen, was ihr da von mir wollen teilweise. Es ist wirklich sehr starkes Behördendeutsch. Ja, und das haben wir eben halt nicht. Einfach nur eine Mail schreiben, ganz kurzes Anliegen und dann werden wir entscheiden, wie viel Geld es gibt. Das können auch mal Kulturprojekte sein, Kunstpreise. Es ist so viel möglich. Eigentlich ist so viel möglich. Einfach mal anrufen. Okay. Einfach mal anrufen und dann berate und helfe ich doch gerne. Wunderbar. Deine Telefonnummer? 04743 937 1520. Kommen Sie bei Britta Murawski an und die erzählt Ihnen gerne alles Weitere über die Stiftung, was Sie wissen müssen und ob ihr, vielleicht auch gar nicht schlecht, mal vorher zu fragen, ob ihr Projekt auch Chance hat. Einfach mal probieren, einfach mal, wie gesagt, Tierschutz, Sport, da gibt es natürlich dann auch irgendwelche Projekte, einfach mal probieren. Und wie oft ungefähr kommt so der Stiftungsvorstand zusammen, das entschieden wird? Einmal jährlich müssen wir. Okay. Aber wenn jetzt, der Stiftungsvorstand hat mir insofern freie Hand gegeben, die Schulchecks, das kann ich schon mal immer alles alleine machen, da muss ich nicht jedes Mal den Stiftungsvorstand, also die regelmäßig wiederkehrenden Sachen, das machen wir sowieso. Aber wenn jetzt nochmal andere Projekte dazu kommen, dann rufe ich den Stiftungsvorstand ein. Ah, okay, also wenn dann wirklich was kommt, wo dann auch Zeitdruck hinter ist, dann ist man da sehr, sehr flexibel. Ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ansonsten stell dir vor, einmal jährlich, jeden Dezember und du willst im Sommer los, stellst im Frühjahr Antrag, oder was genau, heißt das? Genau, das ist wirklich, da sind wir ganz, ganz flexibel, das können wir auch immer ganz geschickt machen. Das läuft gut, das läuft wirklich gut. Ja, sehr gut. Ja. Ja, super. Britta, wir sind sehr kurz, aber bevor wir Sachen künstlich in die Länge ziehen. Das finde ich auch. Es ist Blödsinn. Mir war es irgendwo auch wichtig, deswegen auch dieses Thema auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir sowas haben und dass wir auch da engagiert sind, ne? Genau. Und jeder Betrag hilft, sage ich auch immer, jeder Betrag hilft. Und deswegen an dieser Stelle auch wirklich ganz herzlichen Dank an die Spender, die sowieso jedes Jahr regelmäßig spenden. Man kennt die ja schon. Und auch die sonst so eben halt nur mal 20 Euro, 50 Euro. Das ist einfach großartig. Damit ist es uns ganz, ganz gewaltig geholfen. Das berühmte Kleinvieh, das ebenfalls Mist produziert. Richtig, genau. Ja, was ja gerade so in den sozialen Netzwerken auch so um sich greift. Oder diesmal nicht zum Geburtstag, spendet bitte da und daran. Da kann man ja auch sagen, hier nicht zum Geburtstag, Stiftung Geestland. Mhm. Wenn man das möchte, dann weiß man auch, das Geld bleibt auch hier in der Region. Mhm. Genau, es bleibt definitiv hier in der Region. Ja, guck mal, haben wir das auch gemacht, dann haben wir auch den Lokalpatriotismus am Ende noch hinten raus gestärkt. So, guck genau. Mal, da liegt ein Auftrag. Jetzt kommt das Letzte, was ich hier immer noch zu tun habe. Wir müssen noch mal darauf hinweisen, oder wir wollen das natürlich auch. Alle 10 Folgen sitzt Thorsten Krüger hier, unser Bürgermeister, und beantwortet Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. Das nächste Mal ist noch ein bisschen hin, weil er eben letzte Woche da war. Trotz allem können Fragen oder auch sonstige Anmerkungen, worüber man gerne mal eine Antwort oder ein Statement des Bürgermeisters hatte, über Verwaltung oder auch drüber hinaus, zum Beispiel über die Größe, die Standardgröße von Paletten, keine Ahnung, kann alles beantworten, an von Amts wegen, in einem Wort, von Amts wegen @geestland.eu. Und dann sitzt der Bürgermeister hier mir gegenüber. Ich versuche ihn zeitlich einzufangen. Allein deswegen ist gar nicht schlecht, dass wir heute kürzer machen. Thorsten Krüger hat mir unfassbar überzogen beim letzten Mal. Ja, das glaube ich. Ja, aber gut, was heißt überzogen? Du merkst einfach, der ist denn so. Er ist da drinne. Der ist denn so dabei und dann muss er das auch loswerden. Genau. Ne, und das zeichnet ihn aber ja auch aus. Ja, das finde ich auch. Gut, jetzt haben wir das auch entschuldigt. Und wir holen das heute ein bisschen rein mit 5 Minuten kürzer. Britta, herzlichen Dank, dass du da warst, dass wir kurz über die Stiftung reden konnten. Und schönen Tag. Ja, ich wünsche dir das auch.